Honda SC59, oh, Spinnweben, aus der Garage rausgeholt. Die war ja noch eingewintert, hab die gerade Probe laufen lassen. Ein Knopfdruck, da war nicht einmal die Batterie leer. Ne? So, und die richte ich jetzt ein bisschen her, weil... Ich muss irgendwas damit machen. So, auf jeden Fall Service. Ich möchte eine neue Verkleidung, weil die ist ein bisschen... Da sind lauter so Sachen hier, das ist das gebrochen und nicht wirklich fest. Und dann brauchen wir neue Reifen, wir brauchen neue Bremsbeläge. Ja, und dann schauen wir mal, was ich auf der Reise dahin so alles finde an dem Bike, was ich noch alles mache. Braucht mal dringend eine Wäsche. So Grund rauswaschen, ne? Kette waschen, Kettenreiniger, danach natürlich alles wieder schön ölen. Aber einfach mal so, einfach mal wieder sauber machen. Viel zu schade drum. So, die Verkleidung ist wirklich nicht so der Brüller. Ich brauche da einigermaßen was Passables. Wenn du eine gute Verkleidungshersteller, Rennverkleidungshersteller für die Honda weißt, schreib es gerne in die Kommentare, und wenn du eine Idee für eine Farbe weißt, schreib es auch gerne in die Kommentare. Das ist ganz schön viel Kettendreck in all den Jahren vermutlich. So, jetzt tue ich jetzt einmal den Spiegel runter, weil ich weiß nicht wirklich, für was ich die Honda im Moment noch benutzen soll. Okay, ich brauche ein paar mehr Sachen an Werkzeug und Reinigungsmaterial aus der Firma. Kettenreiniger. Bremsenreiniger habe ich, Bremsenreiniger habe ich. Weißt du was? Was? Und ein paar Spezialreiniger. Zahnbürste. Und selbst wo ich das Ganze einfach rein da kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was echt komisch ist, dass momentan echt die Welt so dermaßen stillsteht. Ist echt strange. Wie geht's denn da euch dabei? Das ist echt krass, ne? So tot! So tot wie... Also normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich mein Motorrad im Garten wasche. Nur leider haben alle Waschanlagen, Dampfstrahler, haben alle zu. Was ist da, Baden? Was ist ein Baden? Ja, auf die Decke. Kupplung, Bautenzug kommt mir ein bisschen spanisch vor. Schnupp. So, vielleicht ist da irgendwie ein bisschen was. So, das sollte jetzt eigentlich unten rauslaufen. Anzug ein bisschen geschmiert. Das bauen wir wieder zusammen. Vorher natürlich immer wieder solche Dinge einfach ein bisschen sauber machen, ein bisschen putzen. Ein sauberes Bike ist ein sicheres Bike.
richtig schön in die Kitten einziehen kann, weißt du? Okay. Deswegen musst du an. Ungefähr eine halbe Stunde. Das ist Jugendförderung. So, ich bin im Moment nicht ganz sicher, was ich mit dem Bike machen soll. Es hat sich auf jeden Fall rausgestellt, dass eigentlich so ziemlich alles in Ordnung ist. Ich mache jetzt eigentlich nur einen Ölwechsel. Die Bremsbeläge sind fertig vorne, da kommen neue, Bremsscheiben sind top. Reifen kommen sehr gute gebrauchte von meiner R1 da, auf die ich nur 15-20 Runden gefahren habe. Und ja, für den Ölwechsel muss ich aber in die Firma rüber. Und ja, da brauche ich auch noch einen Ölfilter, den habe ich nämlich nicht. Weil ich muss noch bestellen und da muss ich noch schauen, welche Verkleidungen dass ich da habe. Aber Bike ist jetzt top, picobello, sauber, alles. Ich bin dafür umso dreckiger, aber ist egal. Bautenzug ein bisschen gemacht und ein paar Kleinigkeiten, einfach mal alles in der Hand gehabt, alles geschaut, ob es funktioniert, ob es. Macht einen guten Eindruck. Honda ist halt einfach unkaputtbar. Ne? Also, dann schauen wir mal nach Verkleidungen und Ölfilter. So, ich habe jetzt schon ein bisschen was zusammengesucht hier. Ölfilter ist relativ simpel. Den nehme ich einfach vom Stahlgruber. Da bin ich ja ganz normalen Male-Ölfilter. Ich denke, der reicht für das Motorrad vollkommen aus. Und Verkleidung ist echt schwierig. Verkleidung habe ich mir jetzt gedacht, schaust du mal, ein bisschen googelst du mal. Ich habe keinen Bezug zu denen, aber das wäre jetzt hier mal Female Racing Parts. Da kostet die Verkleidung halt so 350 Euro. Ich weiß nicht inwiefern, wie hochwertig das ist. Wenn du da Erfahrung hast, schreib es gerne in die Kommentare. Gehört natürlich auch noch lackiert, also da werde ich wahrscheinlich nochmal 300-400 Euro rechnen dürfen fürs Lackieren. Soll jetzt schon einigermaßen sauber lackiert werden. Also ich möchte es jetzt nicht mit der Spraydose lackieren, sondern soll der Lackierer machen, soll das vernünftig schön, ne, einfach. Und dann habe ich noch ein Problem, weil ich hatte dann nämlich in der Alpenverkleidung, da war die am Höcker, am Heckrahmen, da lag die nicht richtig auf und deswegen braucht die da durch. Und da habe ich mir so ein Holzstück eingebaut, damit das funktioniert hat und das ist natürlich Arsch. Das war übrigens meine super Sitzbank. Die Verkleidung war so schlecht, dass da ja kein Abstandshalter zwischen Heckrahmen und Heckverkleidung war. Das habe ich mir damals aus was Holz gebastelt. Hat funktioniert, aber ist natürlich scheiße. Also wenn du da eine Idee hast, wie man das am besten bei der SC59 löst, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten gib mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Fortsetzung folgt drüben in der Firma, wenn wir Ölwechsel machen, wenn wir die Räder wechseln und dann einmal vielleicht irgendwo eine Probefahrt machen oder so. Ach ja, und genau, und dann gibt es ja noch eine andere Auflösung dazu. Also gibt es gerne einen Daumen hoch, abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.